Der teuflische Otto Gruber wurde entlarvt und vernichtet. Doch lauert eine noch größere Gefahr. Die Elfen schafften es ohne die Hilfe des Imperiums nicht, den Vormarsch der Chaos-Truppen zu stoppen. Die Nordmänner und ihre bizarren Verbündeten, die jetzt von einem mächtigen Dämonenprinzen geführt werden, sind in großer Zahl eingefallen, um die befestigte Stadt Talabheim zu erobern. Stefan von Kessel und die Elfin Aurelion wollen nun ihre Kräfte vereinen, um das Chaos aufzuhalten. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Warhammer Mark of Chaos. Den bösen Otto Gruber haben wir jetzt aufgehalten und sind jetzt im Kapitel 4, der Endkampf, angelangt. Und wie ihr schon in diesem kleinen Intro gehört habt, liegt es jetzt an uns, hier die Invasion des Chaos zu stoppen. Und ja, das Ganze wird dann münden hier in einer Schlacht um Talabheim. Wir sehen, unser Porträt hat sich verändert hier. Wir beginnen aber nicht mit dem Stefan von Kessel, sondern wieder mit den Hochelfen. Und wie es so scheint, treffen wir uns gleich mal mit dem Erzmagier Teklis. Lady Aurelion, ich habe euch gesucht. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich hatte es befürchtet. Prinz Galanos ist gescheitert? So ist es. Er fiel im Kampf unter der Klinge eines monströsen Dämonenprinzen. Der Chaos-Champion hat sich erhoben und ist nun nach Talabheim unterwegs. Fällt die Stadt, kann er überall zuschlagen. Vielleicht sollten wir uns um die Verteidigung Ultuans kümmern. Nein, das Imperium muss durchhalten. Die Menschen mögen schwach sein, leicht korrumpierbar, aber sie sind auch unsere größte Hoffnung. Ultuan kann die Welt nicht allein schützen. Das Imperium darf nicht fallen. Zieht südwärts, findet Reichsmarschall Trenkenhoff. Er weiß, was nötig ist. Das werde ich tun. Ich habe einen neuen Verbündeten. Der Riesenadler Alkontat traf aus Ultuan ein. Er ist bereit, euch in diesem Krieg zu begleiten. Nun muss ich mich um andere Dinge kümmern. Ich wünsche euch viel Glück. Ah ja, der höchste aller Magier der Hochelfen erstattet uns also untertänigst Bericht. Auch mal schön. Auf der Suche nach ihren Verbündeten und Informationen über die anderen Elfen zieht Aurelion südwärts zur imperialen Stadt Talabheim. Bald begegnet sie Erzmagier Teklis, der wichtige Neuigkeiten hat. Hier dunkle Zitadelle. Jetzt schlagen wir aber erstmal das Lager auf, denn wir müssen jetzt wirklich unsere Truppen wieder auffüllen. Genug Gold haben wir ja. Halt, vollständiger Ersatz. Ah, 40 Schwertmeister. Das ist schön. Und woher haben wir jetzt hier die Speerträger? Und nochmal Bogenschützen. Ah, das sind anscheinend die, die uns da als NPC-Einheiten begegnet sind, da bei der letzten Schlacht. Die wurden jetzt anscheinend hier unserem Truppenvorrat hinzugefügt, oder? Also nur so kann ich es mir erklären. Und außerdem haben wir jetzt hier einen Riesenadler, Alkontar. Gut, an den kann ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Diese Kreaturen sind die letzten einer edlen Rasse, die schon vor dem Aufstieg der Menschen auf den hohen Berggipfeln lebte. Sie sind hochmütig und stolz und die Hochelfen verbindet eine uralte Freundschaft mit ihnen. Einige ihrer weisesten Leute sollten sich mit den großen Adlern der Anui so mühelos unterhalten können, als würden sie mit ihren eigenen Brüdern plaudern. Die Adler drehen hoch über den in Nebel gehüllten Gipfeln und Felsspitzen ihre Runden und wenn sie zurückkehren, sprechen sie mit den Lehrmeistern der Hochelfen. Auf diese Weise wird es den schrecklichen Kräften des Chaos niemals gelingen, die Anui herabzusteigen, ohne dass die Krieger Ultuans bereits auf sie warten. Schön.
Die Werte, glaube ich, sind auch nicht ohne. Gut, Rüstung hat er keine. Dafür ziemlich gute Trefferchancen. Fast doppelt so gut wie die Schwertmeister. Ja, Angriffstempo, Schaden, ja, Moral, Resistenz, Reichweite, Bewegungsrate. Na gut, dann schauen wir uns den einfach mal hier dann in der Schlacht an, was der so kann. Chaostruppen kommen aus dem Norden und Osten. Sie sind unterwegs zur Armee des Dämonenprinzen. In der besetzten Burg Gerand machen sie Halt. Sollte dieser Stützpunkt zerstört werden, würde ihre Verstärkung im ganzen Imperium verstreut. Ja, die dunkle Zitadelle. Da muss ich hier nochmal zurück und muss nochmal ein Lager aufschlagen. Wir haben nämlich keinerlei Belagerungsausrüstung. Nein. Ja, eine Repetierspeerschleuder. Aber ich denke mal, die wird sich auch ziemlich schwer tun, hier die Festungsmauern dann einzureißen. Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Was haben wir hier? Mantel von Nagareth, minus 10% Reaktivierungszeit. Da lasse ich den. Buch von Hoeth, plus 25% auf alle Zauber. Na, das kriegt natürlich hier die Aurelion. Ja, und den Phönixwächter lasse ich mal. Gut, ist in Ordnung. Ich denke mal hier das Buch. Da reicht's auch, wenn ich das hier im Inventar belasse. Von den Einheiten her werde ich jetzt einfach mal die Schattenkrieger hier lassen und den Adler mitnehmen, einfach weil ich den hier mal in Aktion sehen möchte. Ist ein bisschen schade, dass ich hier nur eine Belagerungseinheit habe, obwohl ich zwei mitnehmen könnte. Aber mit dem muss ich wohl leben. Und ich hoffe, wir werden das Ding hier auch ohne schaukeln. Chaoskrieger sind brutale Kämpfer, dem Töten verschrieben und gut ausgerüstet. Wenige Krieger können einen solchen Gegner im Zweikampf besiegen. Naja, bis jetzt haben wir es ganz gut hingekriegt, glaube ich. Egal ob gegen Chaoskrieger oder Dämonen und Seuchenhüter oder was auch immer da herumkreucht und fleucht. Wir haben hier eine Aufstellungszone, die mal ein bisschen einen anderen Verlauf hat. Wir können uns also hier in dieser kompletten Ecke aufstellen, sehe ich. Und die Chaos-Zitadelle haben wir hier. Naja, ich hoffe mal, die ist weitaus weniger verteidigt wie die letzte. Ich stehe euch gerne bei. Denn das war im Grunde schon ziemlich heftig. Ich glaube, ich stelle auch hier die Aurelion in die Schwertmeister. Er soll mich und den Edlen einfach mal hier in die Speerträger. Meine Krieger sind durch meine Anwesenheit gesegnet. Für den Ruhm Ultuans. Ja, Bogenschützen habe ich zwei Einheiten. Und hier ist auch dieser Alcontar, genau. 20 Lebenspunkte hat der. Nicht schlecht. Oh, ich beende einfach mal die Aufstellung. Nicht. Kämpft schnell. Kämpft wir haben sicher. Hier eh 17 Minuten Zeit. Tötet alle Chaostruppen und erobert beide Belagerungsflaggen und Aurelion muss die Schlacht überleben. Hört sich an, als ob wir das hinkriegen. Und ich werde den Alcontar jetzt einfach dazu nutzen, hier das Gelände zu erkunden. Ich meine, für das sind die Riesenadler ja da. Für das und um irgendwelche Einheiten umzulenken.
Hier muss natürlich ein Todbringer stehen. War ja klar. Und da haben wir auch schon die Axtwerfer. Ja, und wir müssen einfach nur beide Belagerungsflaggen erobern. Ja gut, da wird wahrscheinlich eine heraußen sein und eine sich hier im Burghof befinden. Wäre natürlich schön, wenn beide irgendwie hier heraußen wären. Aber ich werde mich jetzt einfach mal darauf verlassen, dass hier die Speerschleudern auch eine Bresche in die Mauern schießen können. Sieht ja auch so aus. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel. Dann ziehen wir mal einfach die Fernkampfeinheiten hier in Reichweite. Und hoffen mal, dass uns der Todbringer nicht aufs Korn nimmt, weil er uns nicht zieht. Ja, denkste. Und wie er uns zieht. Und wie er trifft. Verdammt. Wir müssen diese Todbringer vernichten. Sonst ja, werden sie aber mit was? Vernichten. Hier mit dem Riesenadler vielleicht. Probieren wir es mal. Ja, also ich hoffe mal, dass das jetzt ähnlich ist wie mit den Gargoyles. Dass der Riesenadler hier nicht im Nahkampf angegangen werden kann. Sondern, ja, einfach im Fernkampf getroffen wird und... Na? Oh, oh, ah, nee, also das kann ich mir abschminken. Der hat jetzt schon einen Haufen Lebenspunkte verloren. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel finden. Dann doch lieber hier zurückfliegen. Ja, Chaosritter. Die gehen wir natürlich hier mit den Speerträgern an. Alles nimmt irgendwann seinen richtigen Platz ein. Unsere Klingen schlagen zu, als wären sie eins. Ja, wir müssen nur schnell genug hinkommen. Also verlangsamen kann ich's ja. Unsere Burgen sind bereit, um zu töten. Niemand kann sich mit uns messen. Oh, und da kommen. Da kommt eine Einheit Gargoyles nach der anderen. Ich habe alle Winde der Magie gemeistert. Und da würde ich mich natürlich gern hier mit den Bogenschützen zurückziehen, denn die haben gegen die Chaosritter nicht so den Stand. Lieber mal mit den Speerträgern und mit den Schwertmeistern reinhalten. Die holen die Ritter schon ein bisschen flotter von den Pferden. Ja. Da haben sie eher weniger zu lachen. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel finden, meine Brüder. Und ich hatte doch hier, glaube ich, auch noch diese... diese... Unsere Entschlossenheit ist unerschütterlich. Nee, dieses Herz von Avelorn hatte ich doch, oder? Die Lehrmeister anscheinend nicht. Euch gesandt, Kommandant. Ich hätte jetzt hier schon recht gerne die Bogenschützen wieder aufgefüllt. Macht sie nieder. Ja. Müssen wir den Todbringer wohl hier mit der Speerschleuder bekämpfen? Ja, und um die Gargoyles kann sich anscheinend hier auch der Adler kümmern. Naja. Gut, Todbringer ist weg. Dann nehmen wir uns hier die noch vor. Ja, und die restlichen beiden Einheiten stelle ich hier einfach mal vor das Burgtor. Ah. Die blitzschnelle Stahlklinge. Was kann denn die? Plus 15% Trefferchance, plus 25% Angriffstempo und plus 15% Ansturmbonus. Ja. Nehme ich mal so hin. Was führt sie jetzt da eigentlich?
Kommandant. Den Stab von Huet. Könnten wir eigentlich mal tauschen. Einfach mal spaßeshalber. Diese Stahlklinge werde ich dann wahrscheinlich eh sowieso diesem Adligen geben, den ich da dabei habe. Scheint mir mehr Sinn zu machen. Ultuan wird sich dem Chaos niemals beugen. Wir können nicht daneben schießen. Ja, Todbringer scheint mir ja nicht mehr hier zu sein. Also vielleicht steht da noch einer. Aber dann versuche ich einfach mal hier diese Mauer einzuschießen. Mauern bieten keinen Schutz. Ja, da haben wir noch 2x8 Bogenschützen. Die Finsternis darf nicht siegen. Da werde ich jetzt auch keine Kriege mehr damit gewinnen. Aber ich könnte sie einfach mal hier hinstellen. Los, Kommandant. Und was machen die hier? Einfach mal nach vorn gehen, ja. Ist immer eine gute Idee für eine Kriegsmaschine. Ich könnte natürlich auch probieren hier mit dem Zorn des Kain. Alles nimmt irgendwann seinen in die Mauer reinzuhalten. Denn die Speerschleuder scheinen ja hier nicht so viel auszurichten. Ah, doch. Also das scheint zu funktionieren. Aber ja, wie ich vermutet habe, steht wirklich hier auch noch ein Todbringer. Das heißt, wir begeben uns jetzt mal hier aus Reichweite. Und dann ziehe ich einfach nochmal die Repetierspeerschleuder hier hin. Damit wir auch den Todbringer wegkriegen. Denn ich möchte da ungern gegen die Chaos-Bastion anlaufen. Wenn da hier noch... komm. Ja, vielleicht sollte ich auch wirklich erstmal diese Belagerungsflagge hier einnehmen, bevor ich die Mauern einschieße. Nicht, dass mir dann die Zeit ausgeht. Denn wer weiß, wie lange ich da hier noch brauche, bis die Mauer fällt. Und der Todbringer lässt sich ja auch nicht gerade auf einen Schuss erledigen. Wir suchen uns neue Ziele. Na, komm in Sicht. Ja, jetzt sag bloß, dass ich ihn nicht sehe. Legt die Strecke schnell zurück. Vor der Adlerkralle gibt es keinen Kommen. Blöd ist er ja nicht, der Todbringer. Und ich komme hier tatsächlich nicht in Sichtweite, oder wie? Eine neue Position wäre günstig. Na? Ja, jetzt. Diese Wesen werden die Elfen wieder fürchten. Wie ich mir gedacht habe, eröffne dann natürlich das Gegenfeuer. Und hoffentlich hat da meine Speerschleuder den längeren Atem. Ja, sieht schon so aus. 8 Trefferpunkte und der hat auch 8 Trefferpunkte. Ja, zumindest, also so wie es aussieht,
hat meine Speerschleuder einfach auch die höhere Schussfrequenz. Oder täuscht das? Ah. Täuscht nicht. Also die ballert schon ein bisschen schneller. Da brauchen die Chaoszwerge einfach zu lange, um den Todbringer nachzuladen. Ja, optimal. Ultuan wird sich dem Chaos niemals beugen. Dann kann ich eigentlich hier schon die Bogenschützen nach vorne ziehen. Die zwei Chaos-Barbaren hier umballern. Aber vielleicht auch noch hier oben die Axtwerfer. Und dann sollte es eigentlich ein leichtes sein, hier die Belagerungsflagge einzunehmen. Zumindest schon mal die erste. Na? Ja. Die Mauern sind durchbrochen, edle Dame. Eine Bresche. Eine Bresche. Wunderbar. Dann können wir hier eigentlich schon vorrücken. Reiten ihn an. Prescht voran und haltet nicht an. Unsere Entschlossenheit ist unerschütterlich. Die richtige Position ist nicht alles. Ach, da öffnen die eh schon das Feuer hier auf die Axtwerfer. Optimal. Jeder Schuss muss zählen. Die Adlerkralle trifft immer ins Schwarze. Ja, ungeteilte Krieger. Also die können von mir aus hier auf den Mauern ausharren, bis sie schwarz sind. Die Stärke Ultuans ist in uns. Ziehen sofort weiter. Ja, und sobald wir die Belagerungsflagge erobert haben, ist es ja absolut stressfrei. Niemand kann sich mit uns messen. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel finden. Von fernen Küsten kommen wir, um zu kämpfen. Viele Feinde werden den Tod finden. Na, jetzt verziehen sie sich hier in den Turm. Na, wenn sie meinen. Wir verfehlen niemals unser Ziel. Schickt einen Todesregen! Ach so! Hier diese Einnahme der Belagerungsflagge hat uns jetzt gar keinen Bonus gebracht. Ja, dann ist es eh klar. Dann müssen wir da natürlich rein. Dann hilft alles nichts. Naja, ihr bleibt natürlich hier, bitte. Ziehen sofort weiter. Dieser Adel war mit langem Tempo. Ja, und warum? Gibt es kein jetzt schießen die auf die Barrikaden. Ich fass nicht. Also dann lieber doch auf die Mauern ballern. Der Feind wird an unseren Klingen zerschellen. Ja. Jetzt werfen uns die Barbaren natürlich mit ihren Äxten zu Tode. Dieses Abschaums wird fließen. Aber die Ritter hier und die Chaosbrut sollte eigentlich das geringste Problem darstellen. Das Blut dieses Abschaums wird fließen. Da dürften wir eigentlich die Mission doch recht einfach abschließen können. Auch wenn wir nur noch 5 Minuten haben. Der Königskönig befiehlt sofort ihr Gehorchen. Eine glänzende Lanze ist alles, was wir brauchen. Zeigt euren Eifer! Unsere Entschlossenheit ist unerschütterlich. Niemand kann sich mit uns messen. Halt. Ja, da sind doch noch mehr Einheiten hier. Seit 7000 Jahren kämpfen meine Brüder diesen Krieg. Jubel! Denn die Säbelhelme reiten ihn an. Ich habe alle Winde der Magie gemeistert. Diese Narren werden mich nicht lange aufhalten. Ja, die
Bärträger sollten da gegen die Barbaren eigentlich keine Probleme haben. Avalon-Sphäre, das war's, was ich gemeint habe. Wir dürfen dem Chaos keinen Zoll nachgeben. Und da haben wir auch noch einen Banner. Wir haben die schnellsten Rösser in ganz Ultuan. Die Löwenstandarte. Ja, die nehmen wir schon mit. Genau wie den Trank. Und dann wäre die Chaos-Bastion hier eigentlich auch schon gefallen. Ja. Ist der Chaos-Baba auch noch weg? Ja. Und hier. Die werden uns auch nicht mehr lange Widerstand leisten. Ein einzelner ungeteilter. Ach, ne, drei sind es noch. Ungeteilte Krieger. Keiner kann diese Kreaturen bekämpfen. Widersetzt euch und ihr geht zugrunde. Ja, warum? Hallo? Wir haben ja hier eigentlich schon. Ach, wir müssen alle Chaos-Truppen töten. Hier oben den Todbringer auch noch, oder wie? Nee. Das hat gereicht. Hebt eure Lanzen empor und ich gebiete überrascht. Ein starker Heldrang, ja. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und haben auch diese Mission siegreich abgeschlossen. Nach der siegreichen Schlacht durchsuchten Aurelions Krieger die Leichen der Feinde und fanden 7500 Gold. Und die grüne Gefahr haben wir noch unweit des Sammelplatzes und der Talabek-Appell. Also wir haben hier mehr oder weniger eh nur noch ein oder zwei Missionen mit den Elfen zu bestreiten. Und eine. Der Stinkende. Naja, keine Ahnung. Die Truppen werde ich jetzt auf alle Fälle noch nicht auffüllen. Ja, schön. Dann wäre also diese dunkle Zitadelle mit weitaus weniger Verlusten eingenommen als die letzte Belagerungsschlacht. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich auch bis zum nächsten Mal. Also, bis dann!